Wie bereits vorher angesprochen, zählt auch der Neobehaviorismus zu den positivistischen Ansätzen. Und im Unterschied zum Behaviorismus, also zum Stimulus-Reaktionsansatz, wird beim Neobehaviorismus eine weitere Dimension hinzugefügt, also der sogenannte I-Organismus, also das in oder die inneren Abläufe im Individuum bzw. innerhalb eines Menschen. Zu den wohl bekanntesten Modellen der Strukturansätze, also der neobehavioristischen Lehre, zählen die Haushaltstheorie, die Systemansätze und auch die Prozessmodelle. Starten wir zuerst mit der Haushaltstheorie. Die Haushaltstheorie gilt als einer der Vorläufer der Strukturansätze und versucht, das Konsumentenverhalten im Sinne der Mikroökonomik zu erklären. Was dann in weiterer Folge aber auch dann dazu führt, dass es nur von sehr geringer praktischer Relevanz ist. Weiters kennen wir dann die Systemansätze und diese Systemansätze können wir wiederum unterteilen in einfache Partialmodelle und in Totalmodelle. Die einfachen Partialmodelle betrachten einzelne bzw. auch probierte Variablen des Konsumentenverhaltens. Ein Beispiel habe ich Ihnen hier mitgebracht, also ausgehend von einem Produktwissen, welches dann in weiterer Folge zu einer Einstellung führt, entsteht dann eine Kaufabsicht seitens des Konsumenten oder eines potenziellen Käufers und diese Kaufabsicht führt dann in weiterer Folge zum Kauf. Und wie Sie schon anhand dieses Beispiels sehen, sind diese relativ einfach und nachvollziehbar darzustellen. Und aus diesem Grund haben sie auch einen sehr hohen praktischen Bezug und es können mit Hilfe von solchen Partialmodellen auch zahlreiche Ableitungen für das Marketing durchgeführt werden, dann in weiterer Folge bzw. erfolgen. Und wenn wir dann noch weitergehen zu den Totalmodellen, so sehen wir eigentlich sofort auf den ersten Blick, dass es sich bei Totalmodellen um deutlich komplexere Modelle handelt, als wie wir es vorher bei diesen Partialmodellen gesehen haben. Der Grund hierfür ist relativ schnell erklärt. Der Grund hierfür ist, dass Totalmodelle versuchen, das Konsumentenverhalten vollständig und zur Gänze zu erklären. Und das ist dann in weiterer Folge auch der Grund dafür, warum diese Totalmodelle für die Praxis eigentlich eher ungeeignet sein und nur selten zur Anwendung kommen. Gründe hierfür sind, dass einerseits die Datenerhebung sehr, sehr schwer möglich ist, dass diese Totalmodelle bzw. die Datenerhebung auch sehr zeitintensiv ist und auch häufig mit sehr hohen Kosten verbunden ist. Ja, und zu guter Letzt kennen wir dann auch noch die Prozessmodelle oder auch gerne als Phasenmodelle bezeichnet und diese betrachten in erster Linie, was der Käufer in welcher Phase eines Prozesses tut. Ein Beispiel für solch ein Phasenmodell habe ich Ihnen hier nachfolgend mitgebracht, und zwar das Phasenmodell der Kaufentscheidung. Und dieses Phasenmodell stellt vor allem die Kundenbeziehung in den Mittelpunkt aller Betrachtungen, was es uns dann in weiterer Folge erleichtert, eine phasengerechte Anpassung der Marketingaktivitäten durchzuführen, um so in weiterer Folge dann eine langfristige Kundenbindung erreichen zu können. Und wir sehen hier, dieses Phasenmodell unterteilt sich in drei Phasen, in die Vorkaufphase, in die Kaufphase und in die Nachkaufphase. Ja, und aber mit so viel einmal zu diesem Phasenmodell. Wir werden uns dann in einer späteren Lektion noch intensiv mit diesem Phasenmodell beschäftigen mit dem Kaufprozess intensiv beschäftigen und hier wirklich detailliert dann auf die einzelnen Phasen eingehen. Wenn wir dann noch kurz schauen, worin genau im Detail der Unterschied liegt zwischen dem Stimulus-Reaktionsansatz, also dem Behaviorismus und dem Neobehaviorismus, so können wir eben im Zusammenhang mit dem Neobehaviorismus vom SOR-Modell bzw. SOR-Ansatz sprechen, also vom Stimulus, Organismus und Response bzw. Reaktion.
Diesen Prozess bzw. dieses Modell haben wir hier dargestellt. So sehen wir zuerst einmal den Stimulus, also den wahrnehmbaren Reiz. Wenn wir an das Beispiel von vorhin denken, so wäre es hier eben genau wieder diese Handtasche. Ebenfalls bei beiden Ansätzen finden wir eben diesen Response, also die Reaktion darauf. Das ist hier am Ende eben diese Verhaltensreaktion. Und der Unterschied zwischen dem Stimulus-Reaktionsansatz und dem SOR-Ansatz ist eben hier genau in der Mitte dargestellt, also der Organismus, der nicht beobachtbare Prozess im Individuum. Und wenn wir uns das Ganze im Detail anschauen, passt natürlich auch der Stimulus und der Response auch auf den SR-Ansatz von vorhin. So können einerseits einmal die Stimuli seitens des Marketings erfolgen oder auch anderweitig bedingt sein. Zu den Marketing-Stimuli zählen klassischerweise die 4 Bs, also Produkt, Preis, Distribution und Kommunikation. Und andere Stimuli können zum Beispiel auch sein die Wirtschaft, die Technologie, die Politik und die Kultur. Und wenn wir uns dann in weiterer Folge die Reaktion anschauen, so können so typische Reaktionen sein die Wahl des Produktes, die Wahl der Marke, die Händlerwahl, der Zeitpunkt des Kaufes oder aber auch die Kaufmenge, wie beim vorhergehenden Beispiel zum Beispiel auch der spontane Kauf der Tasche. Und sehen wir uns dann eben noch genau diesen Organismus an, wo wir vorher eben auch schon kurz gehört haben, dass hier in diesem Zusammenhang von der Blackbox gesprochen werden. Und hier sind zahlreiche Faktoren, welche eben Einfluss auf diesen Prozess haben, beziehungsweise ob dann in weiterer Folge ein Kauf erfolgt oder eben auch nicht. Und so typische Einflussfaktoren können hier zum Beispiel sein die Persönlichkeit des Individuums, die Einstellung oder aber auch wie der Prozess der Entscheidungsfindung abläuft. Ja, so viel einmal zum SOR-Modell im Unterschied zum SR-Ansatz bzw. Behaviorismus versus Neobehaviorismus.